Sehr geehrter Herr Präsident, ich bin groß geworden als Kind in der Friedensbewegung in Ostdeutschland und habe sehr wohl mitbekommen, was es heißt, diese Gefahr eines Krieges innerhalb Europas hier zu erleben. Der INF-Vertrag war vor dem Hintergrund der landgeschützten atomaren Mittelstreckenwaffen, hat 30 Jahre Europa sicher gemacht. Deswegen haben wir Europäer insbesondere größtes Interesse, hier nun eine Neuaufsetzung aufzusetzen, und zwar durch die USA und Russland, die sich bald an einen Tisch setzen müssen. Russland muss auch dafür den nun in den letzten Jahren entwickelten Marschflugkörper abrüsten und endlich Transparenz herstellen. Es ist nicht die Zeit, Entwicklung und Neustationierung von Raketen zu diskutieren. Mittelstreckenraketen haben in Europa nichts mehr zu suchen. Darauf müssen wir setzen. Wir müssen darauf setzen, dass wir geschlossen mit einer Stimme sprechen. Das ist sehr wichtig, damit wir Russland und Amerika hier gemeinsam ansprechen können. Europa muss Transparenz zeigen, auch in Bezug auf die Militärbasen und der Situation in Polen und Rumänien. Hieran müssen wir daran beitragen, dass wir erneut zu neuen Verhandlungen kommen können, damit auch der New START-Vertrag 2021 nicht ausläuft, sondern wir hier auf Abrüstung weitersetzen.